Hörspiele mit Herz. Willkommen bei der 37.000 Mitglieder starken Community. Du willst Teil davon sein? Dann drück die Glocke und gib uns ein Like. Danke. Christoph Banzer, Edith Hertegen, Witta Pohl und Siegfried Lowitz. Reingelegt. Ein Lohnbüro im Münchner Westen. Es ist Frühling und noch etwas kalt. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht geirrt haben? Ganz sicher. Und wie viel? Über 1 Million. Wie konnte das passieren? Nach der Umstellung auf Computer hatte Frau Merz die Alleinverantwortung für die Buchhaltung. Sie konnte praktisch unkontrolliert schalten und walten. Wann hat denn die Sache angefangen? Vor 5 Jahren, zuerst mit kleineren Beträgen, mal 400, mal 500 Mark. Mit der Zeit wurden die Beträge größer, sie muss sich immer sicherer gefühlt haben. Anfang des Jahres hat sie auf einen Schlag 12.000 Mark abgezweigt. Der Mann dieser besagten Frau ist ein Tunichtgut, ein Träumer, ein Parasit, der von ihr lebt und sie aussaugt. Ich hab dich noch genauso lieb wie damals. Und ich weiß auch, dass es so bleiben wird. Ich wünsche mir nur, dass du mir manchmal zeigst, dass du auch noch ein bisschen für mich übrig hast. Du bist nun mal der romantische Teil von uns beiden, ne? Es ist ganz gut, wenn der andere seinen klaren Kopf behält. Das ist für dich. Schön. Soll ich raten, was drin ist? Fang an. Puh, ich würde sagen... Nachher. Ich muss erst mal los. Was ist denn? Ich habe Mama versprochen, dass ich mit ihr zum Arzt fahre. Ja, aber dafür hättet ihr doch den ganzen Vormittag Zeit gehabt. Sie braucht ihre Spritze. Denkst auch manchmal dran, was ich brauche? Komm, fang jetzt keine Geschichten an, ja? Ich bin angezogen. Ja, ich komm schon. Das ist die Uhr, die du dir so gewünscht hast. Oi. Du bist ein ganz großer Schatz. Danke dir. Und wie sind Sie dahinter gekommen? Vor 4 Wochen hat das Weizenkontor Hagen eine Fehlzahlung moniert. Frau Merz war auf Urlaub. Ich habe das Abrechnungsprogramm zurückfahren lassen und festgestellt, dass Auszahlungen an nicht existierende Firmen und Mitarbeiter vorgenommen worden sind. Frau Merz hat den Buchungscomputer manipuliert. Sie haben sich damals für sie eingesetzt, dass sie die Stellung bekommt. Ich hatte uneingeschränktes Vertrauen. Das war ein Fehler. Haben Sie mit Frau Merz schon gesprochen? Nein, ich musste doch erst Sie informieren. Und jemand anderen? Auch nicht. Wir müssen unbedingt rausbekommen, wie viel von dem Geld noch greifbar ist. Sie sind doch mit der Merz ganz gut bekannt, auch persönlich meine ich. Vielleicht habe ich noch heute Abend Gelegenheit, mich mit ihr zu unterhalten. Ja, dann tun Sie das. Und wenn Sie irgendetwas in Erfahrung bringen, rufen Sie mich an. Meine Privatnummer haben Sie ja. Vielleicht sagen Sie Frau Merz noch nicht, dass Sie mit mir gesprochen haben. Wir müssen unbedingt verhindern, dass sie eine Dummheit macht. Die Unterlagen würde ich gerne hier behalten. Ein kleines windschiefes Haus, in dem die Angestellte wohnt. Ihr Mann und seine Mutter unterhalten sich. Na, gefällt sie dir? Hast du sie dir selbst ausgesucht? Natürlich. Sehr schön. Sicher sehr teuer. Ich gehe schon. Deine erste Uhr hast du bekommen, als du 10 Jahre alt warst. Sie war nicht so kostbar, aber war sehr stolz darauf. Du warst ein lieber, bescheidener Junge. Auch später noch. Ich weiß nicht, wie ich die traurigen Jahre nach Papas Unfall durchgestanden hätte, wenn ich dich nicht gehabt hätte. Mein guter Junge. Möchte ich noch einmal ganz für mich alleine haben, so wie früher. Die Mutter hängt an ihrem Sohn wie eine Klette. Sie akzeptiert die Ehefrau überhaupt nicht. Richard ist da. Ja, warum kommt er nicht rein? Er möchte mit uns beiden alleine sprechen. Ein Bungalow in Fröttmanning. Am 20. tritt der Aufsichtsrat zusammen.
Das ist in 2 Wochen. Ja. Im Grunde war alles entschieden. Ich sollte den Posten bekommen. Es gab keinen Konkurrenten. Und jetzt ist alles wieder offen. Weiß doch, wie sowas läuft. Der Erste wird sagen, da war doch diese Panne in seiner Buchhaltung. Der Zweite, das lässt doch bei ihm auf gewisse Führungsschwächen schließen. Und der Dritte, ich hatte schon immer Zweifel, ob er für uns der richtige Mann ist. Das heißt also, das Resultat von 10 Jahren Schufterei und Beharrlichkeit ist gleich null. Das ist schon möglich. Selbe Zeit, anderer Ort. Es wird nach dem gestohlenen Geld gefragt. Ich wollte es ganz schnell zurückzahlen. Als ich das nicht geschafft habe, da habe ich mir mehr genommen. Was haben Sie übrig behalten? 900.000. Was hatten Sie damit vor? Wir wollten ein Haus kaufen. Auf Gran Canaria. Wir wollten dort leben. Und mit den 200.000, die verschwunden sind, haben Sie Ihr teures Leben finanziert. Das Segelboot, die großen Reisen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ihre Vorschläge interessieren mich nicht. Wo haben Sie das Geld? Auf einem Konto. Ich habe ein extra Konto eingerichtet. Können Sie das Geld dort jederzeit abholen? Ja, natürlich. Das werden wir auch tun. Wir zahlen alles zurück. Ich hatte Sie mal für intelligent gehalten. Und für anständig. Soll ich morgen noch mal ins Büro kommen? Sie werden Rechenschaft ablegen müssen. Haben Sie schon mit jemand darüber gesprochen? Nein. Das brauchen Sie doch auch gar nicht. Wenn wir das Geld einfach von der Bank holen, wir geben Ihnen die Hälfte und mit dem Rest verschwinden wir. Ich habe nie viel von Ihnen gehalten, jetzt kann ich es Ihnen offen sagen. Er hat es nicht so gemeint. Es ist nur unsere Angst. Ich habe nichts mehr zu sagen. Seien Sie doch vernünftig! Die Firma setzt jedes Jahr 100 Millionen um. Wir haben keinen Weg getan. Lassen Sie mich vorbei! Was haben Sie denn davon, wenn Sie eine große Sache daraus machen? Sie haben doch meine Frau immer gern gehabt. Das hat Sie schamlos und selbstsüchtig ausgenutzt! Sie dürfen unser Leben nicht kaputt machen! Das geht nicht! Sie bleiben hier! Sie halten den Mund! Er schlägt dem Mann mit einer Vase. Dieser fällt mehrere Treppenstufen nach unten. Was hast du getan? Mein Junge. Richard. Richard. Hol einen Arzt. Am Neubau an der Ecke. Worauf wartest du noch? Richard. Haben Sie Schmerzen? Ja. Er hat die Nerven verloren. Sonst hätte er das nie getan. Wiederum zur selben Zeit in dem Bungalow. Wir haben gelebt, als ob du den Posten schon hättest. Wir haben uns total übernommen. Wenn wir schon darüber sprechen, dann wollen wir ehrlicherweise feststellen, dass du nicht genug kriegen konntest. Wieso? Du warst doch immer der Große, der Unwiderstehliche, der Erfolgreiche. Ich habe nur auf meine Art mitgehalten. Wir hatten eben keine Niederlage einkalkuliert. Eine Niederlage würde ich auch nicht mitmachen. Ich habe etwas gegen Mittelmäßigkeit. Du bist sehr ehrlich. Nach dem Treppensturz hat das Ehepaar einen Arzt angerufen, der den Mann begutachten soll. Dieser hat eine beachtliche Beule und im brummt der Schädel. Wie ist das überhaupt passiert? Er ist gestürzt auf der Treppe. Äußerlich ist nicht viel festzustellen. Spüren Sie Übelkeit, Brechreiz oder... Mir ist nicht sehr gut. Es ist nur ein Notverband. Sie müssen noch ins Krankenhaus und eine Röntgenaufnahme machen lassen. Sie rufen am besten ein Taxi. Ich habe meinen Wagen da. In Ihrem Zustand können Sie auf keinen Fall allein fahren. Ich fahre Sie. Ich möchte möglichst schnell weg. Fahren Sie mich gleich nach Hause. Aber der Arzt... Tun Sie, was ich Ihnen sage! Da. Während seine Ehefrau den Prokuristen nach Hause fährt, beratschlagen Mutter und Sohn, wie sie sich aus dieser Affäre herausziehen können. Was sie getan hat, ist allein ihre Sache.
ist damit nichts zu schaffen. Ich habe von Ihrem Geld gelebt. Du hast nicht gewusst, wo es herkam. Glaubst du, dass mir das jemand abnimmt? Die großen Reisen, das renovierte Haus. Du hast es ganz genauso gewusst. Was wird mit ihr passieren? Das weiß ich, vielleicht sperren sie ein. Aber hier wird jetzt der Ofen ausgehen. Die paar Piepen, die ich nach Hause bringe. Was bin ich denn schon? Wir sind früher mit sehr wenig ausgekommen. Früher, ich kann nicht mehr leben wie früher. Erinnerst du dich, was ich dir damals gesagt habe? Sie wird dir kein Glück bringen, aber du hast es nicht glauben wollen. Du warst immer leicht zu beeinflussen. Du bist zu weich und zu nachgiebig. Vielleicht wirst du jetzt endlich wieder mehr auf mich hören. Der Prokurist steigt die Stufen zu seiner Wohnung nach oben. Er hat starke Kopfschmerzen und ihm ist schwindelig. Guten Abend, Herr Rupert. Guten Abend. Ist irgendwas? Alles in Ordnung. Sehr freundlich. Was ist denn passiert? Ich bin gestürzt. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wenn Sie vielleicht meine Tasche tragen. Ja, selbstverständlich. Sie bluten ja. Ja, ich weiß. Kommen Sie. Verlangen Sie bitte Herrn Weber. Auf Wiederhören. Das läuft über die Versicherung. Die Sache ist hundertprozentig abgedeckt. Ja, aber informieren Sie sich vorher über die Rechtslage und vergessen Sie nicht, Herr Burkhardt ist ein alter Kunde von uns. Ach, Herr Tillings, für Sie. Oh, dann gut. Das wär's dann. Ja. Hat sich Herr Rupert schon gemeldet? Noch immer nicht. Haben Sie schon mal bei ihm zu Hause versucht? Ja, aber es nimmt niemand ab. Ja, dann versuchen Sie es nachher noch mal. Und rufen Sie die Buchhaltung an. Vielleicht hat er sich bei Frau Merz gemeldet. So klingen gar nicht. Irgendwas war mit ihm nicht in Ordnung. Er ist ja kaum die Treppe raufgekommen. Und mir hat man gedacht, er hat einen Schluck zu viel getrunken und ist irgendwo gestürzt. Haben Sie ihn heute schon gesehen? Nein. Er ist auch nicht weggefahren. Der Wagen steht noch vorm Haus. Bitte machen Sie die Tür auf. Ich möchte mir da keine Schwierigkeiten machen. Herr Rupert ist ein guter Bekannter. Wir arbeiten im selben Betrieb. Ja, wenn gar nichts los ist. Ich werde ihm alles erklären. Gibt der auch hier die Verantwortung? Waren Sie schon mal in der Wohnung? Ja, ich. Gehen Sie voraus. Richard! Der Mann liegt tot auf dem Boden. Sein Verband ist durchgeblutet. Was willst du denn hier? Ich muss mit dir reden. Ich komm gleich nach. Komm! Was ist los? Richard ist tot. Wer sagt das? Er lag in seiner Wohnung. Ich habe ihn gesehen. Ich bin einfach weggerannt. Aber wie ist das möglich? Mensch, das fragst du. Er hatte eine schwere Kopfverletzung. Das ist doch völliger Blödsinn. Er war schon wieder auf den Beinen, der hat geredet. Das kann jeder bezeugen. Meine Mutter, der Arzt. Der Hausmeister hat ihn gesehen, wie er die Treppe raufging, wie ein Betrunkener. Warum bist du überhaupt zu ihm gegangen? Er war bis mittags nicht im Büro. Ich hatte solche Angst. Das weiß doch gar keiner, dass er bei uns war. Und der Arzt? Und wen? Er ist eben gestürzt auf der Treppe. Glaubst du, das kannst du der Polizei erzählen? Was hat denn die Polizei damit zu tun? Wenn einer mit eingeschlagenem Schädel in seiner Wohnung gefunden wird, dann interessiert sich doch die Polizei dafür. Das ist alles nur passiert, weil du dich an fremdem Geld vergriffen hast. Weil du nicht genug kriegen konntest. Ich weiß, ich bin verrückt gewesen. Aber du hast ihn umgebracht. Du ganz allein. Ich wollte, dass er dich in Ruhe lässt. Ich hab's für dich getan. Du hast noch nie was für mich getan. Du hast immer nur an dich gedacht. Wenn du dich mal für jemanden eingesetzt hast, dann höchstens für deine Mutter. Der Schädel weist eine 6 cm lange Verletzung zwischen Scheitel und Hinterhauptbein auf. Ursache der Verletzung könnte ein Schlag mit einem stumpfen Gegenstand sein. Ein Aufprall oder Sturz kommt nach Art und Lage der Verletzung nicht in Frage. Sag mal, wie lange hat der Mann hier wohl tot gelegen? Mindestens 12, höchstens 18 Stunden. Du bekommst die genauen Angaben mit dem Obduktionsbefund. Tja, das war's wieder mal.
Danke schön. Wir sehen uns am Stammtisch, ne? Mittwoch. Habt ihr Spuren eines Kampfes festgestellt? Nein. Oder Hinweise auf einen Einbruch? Auch nicht. Blutspuren haben wir gefunden. Und zwar an Hemd, Jacken und Mantelkragen des Toten. Hemd und Jacke hat er noch an. Der Mantel hängt hier. Was? Dann hat der Mann also erst einen Schlag über den Kopf bekommen und dann hat er seinen Mantel ausgezogen. Und dann ist er gestorben. Dazu passt eine Zeugenaussage. Der Hausmeister, der eine Treppe tiefer wohnt, hat gesehen, wie der Mann gestern Abend nach Haus kam. Er ist sicher, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits eine Verletzung hatte. Den Hausmeister möchte ich nachher noch sprechen. Ja. Und außerdem haben wir einen blutigen Verband neben dem Toten gefunden. Und dann gibt es noch eine sehr aufschlussreiche Spur im Wagen des Toten. Es handelt sich um eine Blutspur an der Genickstütze. Aber an der Genickstütze des Beifahrersitzes. Aha. Ja, dann hat sich vielleicht der Herr Ruppert im verletzten Zustand nach Hause fahren lassen. Habt ihr schon Fingerabdrücke sichergestellt? Ein gutes Dutzend und ein paar ziemlich frische dabei. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihrem Bekannten? Wie meinen Sie das? Was hat die Röntgenaufnahme ergeben? Ach so. Es ist alles in Ordnung. Es geht ihm viel besser. Bei Kopfverletzung kann man nicht vorsichtig genug sein. Vielen Dank nochmal für Ihre Mühe. Das war doch selbstverständlich. Ich muss erst mal mit Mama sprechen. Die Bruchstelle ist äußerlich schwer zu erkennen. Knochenteile haben sich 3 bis 4 Millimeter tief eingedrückt. Hier zwischen Kalotte und harter Hirnhaut hat sich ein Bluterguss gebildet. Und trotz dieser Verletzung war der Mann noch in der Lage, sein Zuhause zu erreichen? Es kommt bei diesen Verletzungen häufig vor, dass das Opfer nach einer ersten Bewusstlosigkeit eine längere Phase des Wachseins und der möglichen Aktivitäten erlebt. Haben Sie Erkenntnisse über das Tatmotiv? Wir tippen auf eine Auseinandersetzung zwischen guten Bekannten. Wieso denn? Ja, der Herr Ruppert hat keine polizeiliche Anzeige erstattet, obwohl er nach unseren Feststellungen zeitlich dazu in der Lage gewesen wäre. Und auch die Mitwisser der Tat haben auf Anzeige verzichtet. Wie kommen Sie denn auf Mitwisser? Es ist so, dass der Herr Ruppert von einer unbekannten Person nach Hause gefahren wurde. Wir haben möglicherweise Fingerabdrücke dieser Person im Wagen von Herrn Ruppert festgestellt. Und dann haben wir noch einen blutigen Verband neben der Leiche gefunden. Und den kann er sich, nach Meinung von Herrn Dr. Erdl, nicht selber angelegt haben. Hör doch auf zu weinen. Das hilft uns nicht weiter. Was hilft uns dann? Ich habe mit Mama gesprochen. Ich muss verschwinden. Bist du verrückt? Was soll ich hier warten, bis mich die Polizei holt? Wo willst du denn hin? Kanada, Australien, ganz egal. Und was soll aus uns werden? Deiner Mutter und mir? Mama hält keine Strapazen mehr aus mit ihrem Herzen. Sie muss hierbleiben. Und einer muss für sie sorgen. Das kannst nur du sein. Das heißt, du willst dich von mir trennen? Für eine kurze Zeit. Bis ich eine Existenz habe, dann kommt ihr beide nach. Und was soll das für eine Existenz sein? Glaubst du, in Kanada oder Australien kriegst du was geschenkt? Ja, wozu haben wir das Geld? Fast 1 Million. Ich kaufe ein Geschäft oder eine Pension. Wir wollten doch sowieso weg. Du wirst ihm helfen. Das bist du ihm schuldig. Die machen doch einen richtigen Mord aus der Sache. Du weißt, was darauf steht. Du rufst morgen die Bank an und sagst ihnen, sie sollen das Geld zum Abholen bereitstellen. Du darfst ihn nicht im Stich lassen. Er ist dein Mann. Herr Ruppert war ein beliebter Kollege. Sein Tod geht uns sehr nahe. Haben Sie 3 oder 4 Stunden vor seinem Tod noch mal mit ihm gesprochen? Wir haben im Aktenkoffer des Toten einen Terminkalender gefunden. Und da ist eine Eintragung unter dem Datum des Todestages, 17 Uhr, Besprechung mit Herrn Dr. Koch. Ja, das ist richtig. Die Besprechung fand hier in diesem Büro statt. Hat er dabei geäußert, dass er im Verlauf des Abends noch irgendetwas vorhat? Nicht, dass ich wüsste. Worüber haben Sie gesprochen? Darf ich das wissen? Ja, natürlich, das ist kein Geheimnis. Einige in unserem Auftrag fahrende Lastzüge wurden auf der Italienroute ausgeraubt. Wir sprachen über eine mögliche Streckenänderung.
War das das einzige Thema an diesem Nachmittag? Ja. Die Wohnungstür des Ermordeten wurde auf Veranlassung einer Dame geöffnet und die stellte sich dann später als Mitarbeiterin ihrer Firma vor. Ja, das war Frau Merz. Ich bin darüber informiert. Frau Merz. Hatte die einen bestimmten Grund, Herrn Rupert aufzusuchen? Herr Rupert war so etwas wie ein väterlicher Freund, war auch ihr Trauzeuge. So. Ja, dann habe ich hier noch ein Foto. Das haben wir im Wohnzimmer des Toten gefunden. Kennen Sie jemand darauf? Würden Sie es bitte mal genau anschauen? Nein, es tut mir leid. Niemand. Dann möchte ich noch mal mit der Frau Merz sprechen. Frau Merz ist leider heute zu Hause geblieben. Diese schreckliche Geschichte hat sie sehr mitgenommen. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Dr. Koch. Ich wünsche uns und Ihnen, dass Sie den Täter bald finden. Ich bin optimistisch. Das bleibt mal das übrig. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Herr Koch verabredet sich mit Frau Merz. Was hat der Mann vor? Warum macht er es so heimlich? Guten Morgen, Frau Merz. Guten Morgen. Ich möchte mit Ihnen in Ruhe und ohne Zeugen sprechen, deswegen habe ich Sie hierher gebeten. Was wollen Sie von mir? Sie haben über 1 Million veruntreut. Er hat es Ihnen also erzählt? Ja, kurz bevor er starb. Ich weiß, dass ich gemein und undankbar gehandelt habe. Frau Merz, Sie brauchen sich vor mir nicht zu rechtfertigen. Ich bin kein Richter. Wie viel ist denn von dem Geld noch übrig? 920.000. Und wo befindet sich das Geld? Auf einem Bankkonto. Sie werden das Geld an die Firma zurückzahlen. Ohne Wissen und Beteiligung weiterer Personen. Ich werde dafür sorgen, dass das Geld in den Geschäftsgang zurückläuft. Ja, aber das wird gar nicht so einfach sein. Die Einzelheiten überlassen Sie mir. Wenn Sie vernünftig sind, werden Sie mit einem blauen Auge davonkommen. Warum wollen Sie das für mich tun? Frau Merz, ich habe weder Sympathie für Sie noch Verständnis für Ihr Handeln. Am liebsten würde ich Sie der Polizei übergeben. Aber ich muss auch an mich denken, das heißt an mein Weiterkommen. Schließlich bin ich für die Filiale der Firma gegenüber verantwortlich. Wir treffen uns morgen zur selben Zeit. Hier, an diesem Ort. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Wenn die Sache erledigt ist, werden Sie Ihre Kündigung einreichen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Herr Köster ist von der Kriminalpolizei. Ihr Mann war so nett, mir Gesellschaft zu lassen. Bitte behalten Sie doch Platz. Dankeschön. Herr Köster wollte sich eigentlich mit dir unterhalten. Ja, ich wollte mit Ihnen über einen toten Freund sprechen. Herr Rupert war doch ein Freund von Ihnen, nicht wahr? Ich verdanke ihm alles. Hat Herr Rupert alleine gelebt? Seine Frau ist vor 6 Jahren gestorben. Kinder hatten die beiden nicht. Aber er hat doch sicher Freunde gehabt oder Kollegen, gute Bekannte. Wir halten es nämlich für möglich, dass er von einem Bekannten getötet wurde. Deshalb bin ich auch zu Ihnen gekommen. Aber Sie glauben doch nicht, dass wir irgendwas... Nein. Ich dachte nur, dass Sie mir vielleicht was erzählen können. Hat der Rupert mal eine Andeutung gemacht, dass er von einem Freund oder von einem Bekannten enttäuscht wurde oder bedroht wurde? Er hat mir nichts erzählt. Bestimmt nicht. Ach, denken Sie doch noch mal drüber nach, ja? Sie haben ihn doch gut gekannt. Ich hoffe, dass Sie mir helfen können. Hoffnung ist ja was Schönes, nicht? Ja, dann habe ich hier noch ein Foto. Kennen Sie einen der Leute darauf? Schauen Sie doch mal genau hin. Nein. Nein? Sie auch nicht? Bitte? Ich kenne niemanden. Niemand. Ach ja. So eine Tätersuche, das ist eine mühsame Angelegenheit. Glauben Sie mir. Ich danke Ihnen schön. Entschuldigen Sie, dass ich Sie aufgehalten habe. Vielen Dank fürs Mitspielen dürfen. Bitte schön.
Jahr hast du zugelernt. Wärst du Kicker geworden, würdest du mehr verdienen. Das ist ein freundliches und ordentliches Ehepaar, die Mertens. Mit viel Geld. Was? Segelboot, Sportwagen. Woher weißt denn du das? Oh, meine Fußballfreunde waren sehr gesprächig. Hast du die Bank angerufen? Ja. Stellen Sie das Geld bereit. Ab morgen früh. Aber wir können das Geld nicht mehr für uns nehmen. Was? Was soll das heißen? Ich muss es der Firma zurückgeben. Bist du noch zu retten? Die Polizei war hier. Das war ein Verhör eben. Dr. Koch weiß Bescheid. Was? Richard hat ihm alles erzählt. Koch wird es der Polizei erzählen und die wird sich in Vers das machen, wer ihre Mutter erschlagen hat. Dr. Koch will die Sache ohne Aufsehen regeln. Er fühlt sich als Filialleiter für die Unterschlagung verantwortlich. Das Geld soll unauffällig an die Firma zurückgehen. Wie soll denn das funktionieren? Lass dir bloß keine Märchen erzählen. Koch wird das Geld in Empfang nehmen und dann sich einen Spaß daraus machen, uns zu verpfeifen. Der kann sich keinen Ärger leisten, der will weiterkommen. Darauf können wir uns nicht einlassen. Wir haben die Polizei im Genick. Ich muss weg. Nicht mit dem Geld. Das kann nicht dein letztes Wort sein. Ich verstehe doch, wenn ich es nicht tue. Wie kannst du sowas sagen? Ich sag's gleich nochmal. Ich bin angeschissen mit dir, ich bin's immer gewesen. Du hast schon so viel kaputt gemacht, da kommst du auf den Rest auch nicht mehr drauf an. Schenk dir die Sprüche. Ich brauche das Geld. Ich habe ein Recht darauf. Du hast mich in die Sache reingeritten. Ich habe dir niemals gesagt, du sollst Firmengelder abzweigen. Niemals! Wenn ich es nicht getan hätte, dann wärst du nicht bei mir geblieben. Das ist doch heute egal. Nicht für mich. Jetzt hör mal gut zu. Früher oder später kriegen Sie raus, dass Robert bei uns war. Sie kriegen auch raus, dass er bei uns das Ding über den Schädel bekommen hat. Aber damit wissen Sie noch nicht, wer es getan hat. Du oder ich? Wahrscheinlich ist doch, dass du es getan hast. Nee? Vielleicht wird das sogar meine Mutter bezeugen. Muss ich noch deutlicher werden, oder hast du begriffen? Ich habe alles begriffen. Morgen gehen wir zur Bank. Ich gehe. Aber nicht mit dir. Wir haben einigen Personen, die Kontakt mit dem Ermordeten hatten, ein Foto in die Hand gegeben. Woher haben Sie denn das Foto? Von dem Familienalbum des Toten. Das hier sind Kopien. Wen sollten Ihre Kontaktpersonen darauf identifizieren? Niemand. Es ging nur um das in die Hand geben. Mhm. Wir haben auf diese Art und Weise ungefähr ein Dutzend Fingerabdrücke bekommen. Unter anderem von dem Filialleiter der Speditionsfirma und von der Buchhalterin, ihrem Mann und so weiter und so weiter. Prima, Köster. Die Fingerabdrücke der Buchhalterin, einer Frau Merz, stimmen mit denen überein, die wir im Auto des Ermordeten neben seinem eigenen gefunden haben. Ich bin sehr zufrieden mit Ihnen, Köster. In der Zwischenzeit wartet Herr Koch auf das Geld. Frau Merz, ich warte bereits 5 Minuten. Ich bin nicht eher von zu Hause weggekommen. Entschuldigen Sie. Passen Sie auf, vor 2 Stunden war noch mal die Polizei bei mir. Und stellten seltsame Überlegungen an. Was für Überlegungen? Als ob Sie als Täterin im Mordfall Ruppert in Frage kämen. Ich habe natürlich gesagt, dass diese Vorstellung einfach lächerlich ist. Sie waren für Rupert so etwas wie eine Ziehtochter. Sie hatten keine Probleme und keine Streitigkeiten. Aber ich weiß nicht, ob ich den Kommissar überzeugen konnte. Und was soll ich jetzt tun? Sie gehen morgen früh zur Bank und lassen sich das Geld in bar auszahlen. Ja, aber wäre ich werde dann dieses Geld auf verschiedene Konten einzahlen. Von da läuft es in den Geschäftsgang zurück. Also, wenn Sie das Geld haben, treffen wir uns am Eisbach Ecke Sederanger. Um 9.30 Uhr wird mein Wagen dort stehen. Ich warte aber höchstens 10 Minuten. Ich möchte von niemandem gesehen werden. Ich werde da sein. Das ist alles. Also, 9.30 Uhr, Eisbach. Guten Morgen.
ist ein Mensch, der viel Geduld und Zuwendung braucht. Das konnte sie dir nicht geben. Sie ist robust und unempfindlich. Sie will ihren Willen durchsetzen. Als du sie zum ersten Mal mit nach Hause gebracht hast, habe ich gewusst, sie ist keine Frau für dich. Bitte hör auf. Du hast nicht gemerkt, wie du dich unter ihrem Einfluss verändert hast. Früher haben wir oft zusammengesessen. Ich habe an deinem Leben teilgenommen. Heute bist du manchmal sehr schroff und abweisend zu mir. Sie hat einen ungeduldigen und unzufriedenen Menschen aus dir gemacht. Sie hat unser Leben zerstört. Ich kann's nicht mehr hören. Ein durchaus ungesundes Verhältnis zwischen Sohn und Mutter. Na, wo warst du denn? Ich hatte was zu erledigen. Ich habe mich gestern wie ein Idiot benommen. Ich habe nicht mehr gewusst, was ich sage. Es tut mir leid. Du hast doch nur die Wahrheit gesagt. Dass du mich ertragen musst. Ich bin einfach fertig. Ich denke den ganzen Tag, was mit mir passiert. Du willst doch sagen, dass ich es war. Du weißt genau, dass ich das nicht könnte. Ich könnte nicht mal ohne dich abhauen. Ich würde schon nach 2 Tagen zurückkommen. Ich brauche dich doch. Du brauchst das Geld. Ich kann nicht mehr tun, als mich entschuldigen. Du bist mein Schatz. Mein ganz großer Schatz. Das weißt du. Das weiß ich eben nicht mehr. Ich habe heute Morgen den Flughafen angerufen. Ich habe 2 Tickets bestellt. Morgen fliegen wir los. Zuerst nach London. Und deine Mutter? Wir lassen ihr Geld da. Sie kann sich eine Pflegerin nehmen. Ich weiß, du hast es manchmal schwer mit mir gehabt, aber sonst... Es hat doch immer gestimmt zwischen uns. Das kann doch nicht aufhören. Du. Wir lassen uns nicht mehr los. Tag, Herr Berz. Tag, Herr Köster. Ist Ihre Frau da? Ja, ja, kommen Sie rein, bitte. Haben Sie kurz vor dem Tode von Herrn Rupert mal in seinem Wagen gesessen? Wieso? Ich habe doch meinen eigenen Wagen. Na ja, es hätte doch sein können, dass er Sie gebeten hat, ihn mal nach Hause zu fahren, weil ihm nicht gut war oder weil er auch sonst nicht mehr dazu in der Lage war. Ganz bestimmt nicht. Aber doch. Du hast drin gesessen, das hast du doch selber erzählt. Du hast doch einmal Herrn Rupperts Wagen aus einer Parklücke rausgefahren, im Hof von eurer Firma. Ach ja. Das hatte ich ganz vergessen. Der Platz war sehr schmal, Herr Rupert war kein besonders guter Fahrer. Das ist eine fabelhafte Erklärung. Warum interessieren Sie sich für sowas? Es ist mein Beruf, mich für sowas zu interessieren, Herr Merz. Außerdem haben wir die Fingerabdrücke Ihrer Frau in dem Wagen von Herrn Rupert gefunden. Ah ja, das ist ja jetzt erklärt durch das, was ich Ihnen gesagt Richtig. Habe. Richtig. Ja. Wenn Ihr Mann nicht so ein fabelhaftes Gedächtnis hätte, dann müsste ich Ihnen jetzt ein paar unangenehme Fragen stellen, Frau Merz. Was für Fragen? Warum Sie uns verschwiegen haben, dass Sie Herrn Rupert im verletzten Zustand nach Hause gefahren haben. Was Sie von dieser Verletzung wissen? Und wie weit Sie in diesen Mord verwickelt sind? Kann bei Ihnen aber leicht in Verdacht geraten. Und es ist schwer, wieder rauszukommen, Herr Merz. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich arbeite für eine Versicherung. Ah, sehr erfolgreich, wie man sieht. Sie haben ein sehr schönes Heim. Ja. Kann mich nicht beklagen. Ja, das wär's vorläufig. Übrigens, Ihr Chef spricht sehr nett von Ihnen. Sie haben viele Pluspunkte in der Firma. Bringst du Herrn Köster raus? Ja, natürlich. Kaum ist Köster gegangen, bedrängt der Mann schon wieder seine Ehefrau. Zieh dich an, wir fahren zur Bank. Jetzt? Das hat keinen Zweck mehr. Die Banken haben geschlossen. Tu, was ich dir sage. Es ist schon 6 Uhr. Ich hole das Geld gleich morgen früh. Okay.
Kommissariat 1 Heimann. Dr. Wormser, guten Morgen. In der heutigen Morgenzeitung ist das Foto eines Richard Ruppert abgebildet. Es wird gefragt, wer den Mann am Abend des letzten Montag gesehen hat. Können Sie uns was dazu sagen? Ich habe den Mann am Montagabend ärztlich versorgt. Die Aufnahmen sind eine Stunde nach Auffinden der Leiche im Institut für Rechtsmedizin gemacht worden. Was meinen Sie dazu, Herr Doktor? Fällt Ihnen da irgendwas auf? Frau Merz ist auf dem Weg in die Schalterhalle, um das Geld zu holen. Guten Tag. Guten Tag, Frau Merz. Ich hatte mit Herrn Freidank telefoniert. Ihre Kontoauflösung, ganz recht. Das Geld liegt schon bereit. Mhm. Einen Moment, ich bringe Sie nach oben. Ja. Es handelt sich um eine ziemlich große Summe. Ja, aber ich kann doch holen. Also die Dame ist die alleinige Kontoinhaberin. Wenn Sie bitte hier warten wollen. Bitte schön. 10, 15, 920.000, 1, 2, 3, 924.000 Mark. Würden Sie bitte hier quittieren. Ja, danke. Den letzten Kontoauszug und die Schlussabrechnung bekommen Sie dann zugeschickt. Dankeschön. Geschäfte werden ja heute nur noch selten in Bar abgewickelt. Haben Sie hier einen Hinterausgang? Ja, zum Hof. Könnten Sie mir dahin bitte ein Taxi bestellen? Ja, natürlich. Sicher ist sicher. Sie haben vollkommen recht. Wiederschauen. Vielen Dank. Wiedersehen. Herr Koch wartet am vereinbarten Treffpunkt ungeduldig im Auto. Er raucht Kette. Alles klar? Ja. Ich warte seit 15 Minuten. Wie viel? 924.000. Gut, wir sehen uns im Büro. Ja. Sie nimmt die Bahnunterführung, um nach Hause zu kommen. Plötzlich stellt sich ihr ein Mann in den Weg. Frau Merz? Ja? Kriminalpolizei. Ich muss Sie bitten, mitzukommen. Der Arzt, der die Kopfwunde von Herrn Ruppert behandelte, Herr Dr. Wormser, hat bei uns eine Aussage gemacht. Herr Ruppert ist in Ihrem Haus verletzt worden. Nach Auffassung unserer Mediziner wurde die Verletzung durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand verursacht. Wer hat damit zugeschlagen? Mein Mann. Er hatte die Nerven verloren. Aber Herr Ruppert war doch Ihr Freund. Ich habe Gelder veruntreut, Firmengelder. Richard, Herr Ruppert hatte das rausgekriegt. Er kam zu uns und stellte mich zur Rede. Wie groß ist die Summe, die Sie veruntreut haben? Über 1 Million. Und die haben Sie zusammen mit Ihrem Mann ausgegeben? Nein, nur einen Teil. Das meiste lag noch auf der Bank. Lag? Liegt es nicht mehr da? Nein. Ich habe es heute Morgen abgeholt. Was haben Sie damit gemacht? Ich habe es meinem Chef gebracht. Herrn Dr. Koch? Ja. Demnach hat der Dr. Koch gewusst, dass Sie Gelder veruntreut hatten? Ja. Hat er das von Herrn Ruppert erfahren? Das hat er gesagt. Hat er auch gewusst, dass Herr Ruppert an dem fraglichen Abend bei Ihnen war? Das nehme ich an. Das ist eine völlig fantastische Geschichte. Ich hatte nicht die geringste Ahnung. Dann muss uns Frau Merz belogen haben. Wenn ich höre, dass ein Mitarbeiter Firmengelder unterschlägt, so ist das Erste, dass ich die Direktion verständige. Das geht gar nicht anders. Das wäre doch möglich, dass Sie zunächst versucht haben, die Direktion rauszuhalten, weil Sie sich die Aussicht auf eine wesentlich bessere Position in der Zentrale durch die Unterschlagung in Ihrer Filiale nicht verderben wollten. Wir haben uns ein bisschen informiert. Sie haben keine Vorstellung, wie es einem Betrieb dieser Größenordnung zugeht. Frau Merz hatte bei uns eine Vertrauensstellung. Sie war ein Beispiel für einen gelungenen Aufstieg aus kleinsten Anfängen. Dass sie eines Tages Firmengelder unterschlagen würde und einen Menschen umbringen würde. Frau Merz hat Geld veruntreut, das stimmt. Aber sie hat niemand umgebracht. Auch ihr Mann ist kein Mörder. Getötet wurde Herr Ruppert von jemand ganz anders. Wie ist das zu verstehen? Das sind die Aufnahmen unseres Instituts für Rechtsmedizin. Die Kopfschwarte wurde in einer Länge von 6 Zentimetern unregelmäßig zerfetzt. Die Knochenteile darunter sind 3 bis 4 Millimeter tief eingedrückt. Dr. Wormser, der Herrn Ruppert im Hause Merz behandelt hat, hat ausgesagt, dass die Kopfwunde, die er gesehen hat, nicht länger als 3 Zentimeter war. Der Knochen darunter war auf keinen Fall schwer verletzt. Herr Dr. Wormser stellte eine Gehirnerschütterung fest. Und warum erzählen Sie mir das alles? Na, setzen Sie sich erst mal hin. Herr Ruppert wurde im Hause Merz verletzt.
getötet oder in seiner Wohnung. Wahrscheinlich war es so, dass Herr Ruppert den Täter selbst zu sich nach Hause holte. Er rief ihn an und erzählte ihm in allen Einzelheiten, was im Hause Merz passiert war. Der Angerufene kam und tötete Herrn Ruppert mit einem Schlag, der genau auf der Kopfwunde lag. So dass der Verdacht natürlich auf die fallen musste, die Herrn Ruppert die frühere Verletzung beigebracht hatten. Das Motiv des Täters war dasselbe wie das von Frau Merz und ihrem Mann. Die Veruntreuung sollte vertuscht werden. Darüber hinaus aber sah der Täter die einzigartige Möglichkeit, sich selber zu bereichern, indem er von der eingeschüchterten Frau Merz, die ihre Ausgabe des Geldes verlangte, angeblich um es in die Firma zurückzuschleusen, in Wirklichkeit aber um es zu behalten und zum Beispiel seine eigenen Schulden zu bezahlen. Ja? Sie sind verrückt. Sie haben sich von dieser Frau einwickeln lassen. Sie sind auf sie reingefallen, wie alle. Wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie Ihnen Frau Merz heute früh am Eisbach eine Tasche übergeben hat. Bitte kommen Sie rein. Das ist Herr Merz. Was immer dieser Mann sagen wird, es ist ohne Wert. Weil er alles versuchen wird, seine Frau reinzuwaschen. Herr Merz versuchte seiner Frau das Geld abzujagen, das sie gerade von der Bank geholt hatte. Das ist auch nicht die feine englische Art, aber davon abgesehen, was haben Sie getan, als Sie gemerkt haben, dass Ihre Frau Herrn Dr. Koch die Tasche übergab? Ich habe den nächstbesten Wagen angehalten und den Fahrer aufgefordert, Dr. Koch zu folgen. Wo ist Herr Dr. Koch hingefahren? Zum Flughafen. Was haben Sie da beobachtet? Er hat die Tasche mit dem Geld in einem Gepäckfach deponiert. Wir haben das Fach öffnen lassen. Hier ist die Tasche. Das ist das Geld. Ich nehme an, Sie wollen nun ein Geständnis ablegen, Herr Dr. Koch. Geld allein macht nicht glücklich. Die Liebe erfüllt den Menschen. Das war's bei Hör mal zu, dem Kanal für echte Hörspiel- und Retro-Freunde. Danke für dein Like und bis demnächst hier auf diesem Kanal.